Schau doch mal. Sommerreifen, ich habe einen davon gekauft. Ach. Muss nur noch aufgezogen werden. Ja, aber heute ist mein freier Tag, es ist Wochenende. Ich möchte heute in Ruhe Zeitung lesen, mich entspannen. Wir können das auch nächste Tage machen. Dann drück mir die Schlüssel raus, dann mache ich es alleine. Das geht sowieso viel schneller. Danke. Reifen wechseln. Wie geht das eigentlich? Mal sehen. Als Werkzeug brauchen wir einen passenden Sechskantschlüssel, einen Wagenheber und natürlich die Ersatzreifen. Mit dem Sechskantschlüssel lösen wir zuerst die Schrauben an. Dabei achten wir darauf, dass der Schlüssel ordentlich auf der Schraube sitzt. Beim Hebelvorgang müssen wir auf die richtige Körperhaltung achten. Um den Reifen wechseln zu können, müssen wir das Auto erst hochbocken. Dafür brauchen wir den Wagenheber. Diesen müssen wir auf die richtige Stelle ansetzen, welche markiert ist. Wir heben den Wagen so weit an, bis der Reifen keinen Bodenkontakt mehr hat. Nun entfernen wir alle Schrauben und nehmen den Reifen ab. Bei dieser Gelegenheit können wir gleich die Bremsscheiben und die Bremsklötze kontrollieren. In diesem Fall sind die Bremsen noch in Ordnung. Jetzt setzen wir das Rad auf die Radnabe auf und ziehen die Schrauben gleichmäßig über Kreuz an. Nachdem das Auto wieder runtergelassen ist, ziehen wir die Schrauben stark, gleichmäßig über Kreuz nochmals an.